Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Petrus 2, Tag 29. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Was für ein gehaltvoller Abschnitt aus dem Petrusbrief. Wenn du Kirchengeschichte studierst, wirst du etwas sehr Interessantes herausfinden. Dieser Petrus, der zuerst so ein Großmaul war und sagte: Oh, ich bin bereit, mit Jesus zu leiden, ich bin bereit zu sterben, dann aber weglief, als es tatsächlich zum Leiden kam, hatte er zuvor nur Worte, doch jetzt hatte er nicht nur Worte. Denn die Kirchengeschichte erzählt uns, dass er den Märtyrertod starb. Als sie ihn kreuzigen wollten, sagte er, dass er nicht würdig sei, wie sein Herr und Meister gekreuzigt zu werden. Also bat er darum, kopfüber gekreuzigt zu werden. Petrus nahm also das Leiden auf sich. Das ist also nicht derselbe Petrus, der hier schreibt, und der Petrus, der sagt, er sei bereit zu leiden. Das ist ein anderer Mensch. Er sagt uns, dass das Beispiel Jesu darin besteht, zu leiden, und dass wir diesem Beispiel folgen sollen. Ich gebe dir jetzt ein wenig von meiner persönlichen Meinung weiter, die ich für biblisch korrekt halte. Sieh mal, die meisten Christen heute, zumindest in der westlichen Welt, sind nicht einmal bereit, den Mangel an Nahrung zu ertragen und 2 Tage in der Woche zu fasten. Denk mal darüber nach. Und doch sagt uns die Bibel hier, dass Jesus uns ein Beispiel des Leidens hinterlassen hat und wir dem Beispiel folgen sollten. Ich denke wirklich, dass wir unsere Einstellung in Bezug auf das Leiden ändern müssen. Debbie und ich haben ein Motto: Wenn die Dinge schwierig sind, wenn wir Opfer bringen müssen oder wenn die Dinge für das Fleisch nicht angenehm sind, wenn ich hier vom Fleisch spreche, meine ich nicht die sündige Natur, sondern unser natürliches menschliches Wesen. Wenn uns also etwas nicht gefällt, sagen wir Folgendes. Wir schauen uns an und sagen: Dir geht es gut, du bist ein Missionar. Und dann sagen wir: Uns geht es gut, wir sind Missionare. Und das ist die Einstellung, die wir haben müssen, wenn wir das Reich Gottes voranbringen wollen. Ich mag die Theologie vieler Menschen nicht, die sagen: Oh, wir müssen den Preis bezahlen. Denn die Art und Weise, wie sie denken, dass wir den Preis zahlen müssen, bedeutet, dass wir den Preis zahlen müssen, um uns Dinge von Gott zu verdienen. Was natürlich niemals möglich ist. Jesus hat den Preis bezahlt, damit wir ein erfülltes und überfließendes Leben haben können. Aber es steckt eine Wahrheit im Bezahlen des Preises. Sie wird nur anders angewendet. Die Wahrheit sieht so aus: Wenn wir nicht bereit sind, Leiden auf uns zu nehmen, wird sich das Reich Gottes durch uns nicht manifestieren. Überleg mal, wie viele Menschen gelitten haben, damit das Evangelium zu uns kommen konnte. Wenn du Kirchengeschichte studierst, sei es die alte oder die moderne Kirchengeschichte, findest du niemanden, der von Gott außerordentlich gebraucht wurde und nicht bereit war zu leiden. Vielleicht müssen wir keine Verfolgung erleiden, weil wir nicht in einem Land leben, in dem wir verfolgt werden, aber das Reich Gottes voranzubringen erfordert immer Opfer. Und wenn ich die Einstellung der Christen sehe, dass sie um jeden Preis versuchen, Leiden zu vermeiden, bin ich wirklich besorgt. Auf der anderen Seite haben sie diese seltsame Theologie des Leidens. Wenn sie krank werden, sagen sie: Der Herr hat das benutzt oder will es benutzen, um mir eine Lektion zu erteilen. Das ist nicht die Art von Leiden, die wir durchmachen sollten. Jesus hat gelitten, damit wir geheilt werden und ein Leben in Fülle haben können. Das Leiden, das wir in Kauf nehmen, ist, wenn Menschen gegen uns sind, wenn der Chef gemein ist, wenn Leute uns auslachen, weil wir für christliche Werte eintreten. Das ist der Moment, in dem wir den Kopf heben und sagen:
Jesus, ich danke dir, dass ich es wert bin, für dich zu leiden. Ich erinnere mich, als ich sehr jung war, ging ich in ein kommunistisches Land und litt unter den Händen der Kommunisten. Weißt du, was ich getan habe? Ich ging einige Male dorthin zurück und fühlte mich so geehrt, dass der Herr mir erlaubte, auf diese Weise zu leiden. Das ist die Einstellung, die wir haben sollten. Heute scheint die Einstellung sehr populär zu sein, dass wir um jeden Preis vor dem Leiden davonlaufen wollen, anstatt das Evangelium des Reiches Gottes voranzubringen, egal was es uns kostet. Jesus hat uns ein Beispiel hinterlassen. Lasst uns die Haltung einnehmen, dass wir immer bereit sind, für unseren Jesus zu leiden. Bis morgen.